wussten sie, dass Gott, genau wie bei David, auch ihre Kämpfe führen und all ihre sichtbaren und unsichtbaren Feinde besiegen kann? Heute, in diesem mächtigen Gebet, das vom Psalm 35 inspiriert ist, werden wir zu Gott rufen, damit er ihr Verteidiger ist und keine Waffe, die gegen sie gerichtet ist, Erfolg haben wird. Wenn sie Kämpfe erleben, ob körperlich oder geistig, und das Gefühl haben, dass sie allein nicht gewinnen können, wissen sie, dass Gott ihren Sieg bereits vorbereitet hat. In diesem Moment des Gebets, ausgerüstet mit der Waffenrüstung Gottes, werden wir unsere Ängste und Herausforderungen in die Hände des Herrn legen. Unabhängig von der Größe der Schlacht hat er ihnen bereits den Sieg in Christus Jesus garantiert. Herr, inmitten der Kämpfe und Herausforderungen, denen wir jeden Tag begegnen, erkennen wir, dass die Kämpfe, die wir führen, nicht nur gegen sichtbare Umstände gerichtet sind, sondern auch gegen geistige Mächte, die versuchen, uns von deinem Weg abzubringen. Heute suchen wir deinen Schutz, deine Gerechtigkeit und deine Stärke, denn wir wissen, dass wir den wahren Sieg nur in dir finden. So wie David im Psalm 35 zu dir rief, wenden auch wir uns an dich, im Vertrauen darauf, dass du unser Verteidiger gegen alle Feinde bist, ob sichtbar oder unsichtbar. Psalm 35 lehrt uns, dass David in Zeiten der Verfolgung nach Gerechtigkeit und Schutz rief, in dem Wissen, dass der Herr für ihn kämpfen würde. Ebenso werden wir in Epheser 6, Verse 10 bis 18, dazu angeleitet, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, um die geistigen Kämpfe zu bestehen, die uns begegnen. Diese Passagen erinnern uns daran, dass wir, wenn wir die Gegenwart und Macht Gottes suchen, die Kräfte besiegen können, die sich gegen uns erheben. Gott ist unser Schild, unsere Festung, und er ist es, der uns den Sieg garantiert. In Zeiten großer Not, Herr, fühlen wir uns oft bedrängt und überwältigt von den Herausforderungen des Lebens. Wir schauen auf die Umstände um uns herum und sehen uns umgeben von Feinden, die versuchen, uns von unserem Glauben und Vertrauen in dich abzubringen. Doch in dieser Stunde legen wir unser Herz vor dich und erkennen an, dass du unsere einzige Quelle der Hilfe und des Schutzes bist. Dein Wort lehrt uns, dass wir, genauso wie David im Psalm 35 rief, uns an dich wenden und um dein Eingreifen bitten können, im Vertrauen darauf, dass du gerecht und mächtig bist, uns den Sieg zu schenken. Wir wissen, dass der Kampf, den wir führen, nicht nur gegen das Sichtbare ist, sondern, wie Paulus uns in Epheser 6, Vers 12 erinnerte, unser Kampf gegen die Mächte der Finsternis geht. Vater, wir brauchen deine Stärke, deinen Schutz und deine Waffenrüstung, um den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Deshalb suchen wir deine Gegenwart im festen Vertrauen darauf, dass du, wie du deine Diener in der Vergangenheit gestärkt hast, auch heute deine Kinder stärkst und uns befähigst, inmitten des Kampfes standzuhalten. Vater, wir sind dankbar, weil wir wissen, dass wir nicht allein sind. Du bist unser Schild und unsere Festung. Als David um Gerechtigkeit und Schutz rief, wusste er, dass du der Gott bist, der den Ruf der Gerechten hört. So erheben auch wir heute unsere Stimme im Gebet und bitten dich, uns zu begegnen, uns mit deinem Frieden zu umhüllen und uns die Kraft zu geben, den Herausforderungen, die vor uns liegen, entgegenzutreten. Mögen wir deine mächtige Hand spüren, die uns hält und uns bei jedem Schritt leitet. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, in der alles verloren schien, die Herausforderungen waren so groß, dass ich keinen Ausweg sehen konnte. Doch mitten in diesem Sturm betete ich, vertraute auf den Herrn, und ich sah, wie Gott auf wunderbare Weise handelte. Er brachte Frieden in mein Herz, öffnete Türen, wo es keine Hoffnung gab, und schenkte mir den Sieg über die Probleme, denen ich gegenüberstand. Heute kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass Gott treu ist und niemals seine Kinder im Stich lässt. Jetzt lade ich dich, der du mit mir betest,
ein, für einen Moment die Augen zu schließen. Lege deine Hand auf dein Herz und spüre die Gegenwart des Herrn bei dir. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt, wenn du glaubst, dass Gott dein Verteidiger und Schild ist, schreibe Amen in die Kommentare. Sage, ich glaube, wenn du sicher bist, dass der Sieg dir bereits in Christus Jesus gehört. Gemeinsam wollen wir auf Gott vertrauen und unseren Glauben an ihn bekennen. Hast du schon einmal eine Situation erlebt, in der es schien, als seien alle gegen dich? Momente, in denen die Mächte des Bösen versuchten, dich zu Fall zu bringen? Bleib bei uns in diesem Gebet, denn in den nächsten Momenten werden wir nach Gottes Kraft suchen, um jeden Widerstand zu überwinden. Bleibe noch hier, denn wir werden gemeinsam um die Kraft von oben flehen, und du wirst nicht verpassen wollen, was Gott zu deinem Herzen sprechen möchte. Vater, oft fühlen wir uns von Problemen umgeben, die scheinbar keine Lösung haben. Die Feinde, denen wir begegnen, sei es auf geistlicher oder weltlicher Ebene, können uns hilflos und schwach erscheinen lassen. Doch wir wissen, dass du unser Zufluchtsort und unsere Stärke bist. Im Psalm 35 rief David dich inmitten der Verfolgung an, und wie erwenden wir uns jetzt an dich und bitten dich, dich zu erheben und uns zu verteidigen. Möge deine Gerechtigkeit in unserem Leben geschehen und mögen deine Augen auf denen ruhen, die dich aufrichtig suchen. Wir wissen, dass menschliche Gerechtigkeit fehlbar ist, aber deine Gerechtigkeit, Herr, ist vollkommen und unveränderlich. Selbst wenn wir missverstanden, verfolgt oder ungerecht beschuldigt werden, vertrauen wir darauf, dass du unser treuer Anwalt bist, der für uns kämpft. Wir bitten dich, jedes Wort der Anklage gegen uns zunichte zu machen und jede schwierige Situation in eine Gelegenheit zu verwandeln, dein Wirken und deine Güte zu bezeugen. Herr, mitten in diesem Kampf rüsten wir uns mit deiner Waffenrüstung, wie es in Epheser 6 gelehrt wird. Wir setzen den Helm des Heils auf, um unseren Geist vor den Lügen des Feindes zu schützen, nehmen den Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Zweifels und der Angst zu löschen, und halten das Schwert des Geistes, welches dein lebendiges Wort ist. Wir wissen, dass wir mit deiner Waffenrüstung feststehen können, im Vertrauen darauf, dass du für uns kämpfst. In einer Phase meines Lebens stand ich vor einer großen finanziellen Herausforderung, die mich ratlos machte. Ich betete, aber die Probleme schienen sich zu vervielfachen. Dennoch hielt ich an meinem Glauben fest und vertraute auf den Herrn. Gott öffnete unerwartete Türen und versorgte mich nicht nur, sondern schenkte mir Frieden inmitten des Sturms. Heute bezeuge ich, dass, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, er immer handelt, selbst in den schwierigsten Momenten. Wenn du heute einen Kampf führst, ermutige ich dich, jetzt deine Augen zu schließen und deine Hände zu erheben, in einem Akt der Hingabe an den Herrn. Lege dem Herrn das vor, was dich bedrückt, und vertraue darauf, dass er für dich wirkt. Wenn du glaubst, dass die göttliche Gerechtigkeit in deinem Leben siegen wird, schreibe ich Vertraue in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam erklären, dass der Herr unser Verteidiger ist und er die Kontrolle über alle Dinge hat. Hast du Gottes mächtiges Handeln in deinem Leben schon einmal erlebt? Auch wenn die Umstände unmöglich erscheinen, Gott hat immer das letzte Wort. Bleibe bei uns, denn im nächsten Kapitel werden wir darüber sprechen, wie der Glaube unsere mächtigste Waffe in den Kämpfen ist. Gott steht kurz davor, etwas Großes in deinem Leben zu tun, also verpasse nicht diese Gelegenheit, dich im Gebet mit dem Herrn zu verbinden. Vater, wir erkennen, dass unsere Kämpfe oft nicht auf das Sichtbare beschränkt sind. Es gibt unsichtbare Kräfte, die daran arbeiten, uns von deinem Weg abzubringen. So wie Paulus uns in Epheser 6 warnt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Herr, wir brauchen deine Stärke, um diesen bösen Einflüssen zu widerstehen, die versuchen, uns zu Fall zu bringen. Unser Vertrauen liegt in dir, dem Einzigen,
der uns den vollkommenen Sieg schenken kann. Wir wissen, Vater, dass der Feind hauptsächlich in unserem Geist wirkt und versucht, uns mit Zweifeln, Ängsten und Unsicherheiten zu füllen. Aber wir erklären im Namen Jesu, dass unser Geist von deinem Frieden bewahrt wird. Wir bitten dich, uns mit Gedanken des Glaubens, des Vertrauens und der Hoffnung zu erfüllen, damit wir allen Versuchungen widerstehen können, die uns bedrängen. Möge unser Glaube wie ein unerschütterlicher Fels sein, festgegründet auf deinem Wort. Gott, wir wissen, dass der Glaube der Schlüssel ist, um geistliche Kämpfe zu gewinnen. Dein Wort sagt uns, dass ohne Glauben es unmöglich ist, dir zu gefallen, Hebräer 11, Vers 6. Deshalb bitten wir dich, unseren Glauben täglich zu stärken, damit wir dir von ganzem Herzen vertrauen können, auch wenn wir keine sofortige Lösung sehen. Mögen wir uns jeden Tag daran erinnern, dass du die Kontrolle über alle Dinge hast. Es gab einen Moment, in dem ich einen sehr starken emotionalen Kampf mit Angst und Furcht führte. Ich fühlte mich völlig gelähmt. Doch im Gebet begann ich, über das Wort Gottes nachzudenken und erkannte, dass er bei mir war und für mich kämpfte. Der Friede, den ich empfand, war unbeschreiblich. Heute kann ich bezeugen, dass wir mit Glauben jede Barriere überwinden und jede Unterdrückung besiegen können, die versucht, uns niederzudrücken. In diesem Moment, wenn du das Gefühl hast, dass dein Glaube geschwächt ist, lade ich dich ein, in den Kommentaren zu erklären: Herr, stärke meinen Glauben. Erhebe deine Hände als Zeichen der Hingabe und lass zu, dass Gott dein Herz mit erneuertem Glauben erfüllt. Gemeinsam wollen wir erklären, dass wir durch den Glauben mehr als Überwinder in Christus Jesus sind. Gehst du gerade durch Zeiten des Zweifels und der Unsicherheit? Bleib jetzt bei uns. In den nächsten Momenten werden wir dafür beten, dass dein Glaube gestärkt wird und jeder Zweifel verschwindet. Gott ist bereit, deine Kräfte zu erneuern und dich zum Sieg zu führen, selbst angesichts der größten Herausforderungen. Herr, mitten in den geistlichen Kämpfen versucht der Feind oft, uns zu schwächen, indem er Hindernisse auf unseren Weg stellt. Doch wir wissen, dass du treu bist und dass, egal wie schwer die Herausforderungen sind, der Sieg in Christus bereits erklärt wurde. Dein Wort versichert uns, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Vater, hilf uns, diese Gewissheit in unseren Herzen zu bewahren, damit wir feststehen können, auch wenn die Umstände gegen uns zu sein scheinen. Vater, wenn wir uns mit deiner Waffenrüstung kleiden, sind wir gewiss, dass du für uns kämpfst. Deine Gegenwart in unserem Leben ist es, die uns trägt und uns Tag für Tag den Sieg schenkt. Hilf uns, daran zu denken, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind und dass kein Feind oder keine Schwierigkeit uns von deiner Liebe trennen kann. Mögen wir diese Wahrheit täglich leben und darauf vertrauen, dass wir mit dir bereits den Sieg haben. Gott, in den Momenten, in denen wir uns umzingelt fühlen, erinnere uns an deine Verheißungen. Mögen wir deine Worte im Glauben wie ein Schwert in unseren Händen aussprechen, um alle Lügen des Feindes zu durchtrennen. Dein Wort sagt uns, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist, Römer 8, Vers 39, und mit dieser Gewissheit gehen wir mutig dem Sieg entgegen. Einmal stand ich vor einer ungerechten Situation bei der Arbeit. Die Menschen schienen gegen mich zu intrigieren, und ich hatte das Gefühl, dass alles verloren war. Aber ich übergab die Situation in Gottes Hände, und er sorgte für Gerechtigkeit. Heute kann ich bezeugen, dass Gott uns niemals verlässt und dass er zur rechten Zeit handelt und uns den Sieg schenkt. Wenn du eine ungerechte Situation erlebst oder das Gefühl hast, dass alles gegen dich ist, schreibe ich Glaube an die Gerechtigkeit Gottes in die Kommentare. Erhebe deine Hände und übergib deine Sorgen Gott. Lasst uns gemeinsam zu ihm rufen, dass er in deinem Leben Gerechtigkeit walten lässt und dir den Sieg schenkt.
Hast du dich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt, aber wusstest nicht, wie du reagieren solltest? Bleib bei uns, denn Gott ist unser gerechter Richter, und er wird in deinem Leben handeln. Verpasse nicht das nächste Kapitel, in dem wir darüber sprechen werden, wie man Gott mitten in den Schwierigkeiten vertraut und wie er stets Gerechtigkeit für seine Kinder schafft. Herr, oft fällt es uns schwer, auf deine Gerechtigkeit zu warten, wenn alles gegen uns zu sein scheint. Wir sind versucht, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und alles allein zu regeln, aber dein Wort lehrt uns, auf dich zu vertrauen und auf deine vollkommene Zeit zu warten. Wir wissen, dass du gerecht bist und keiner unserer Leiden dir verborgen bleibt. Vater, hilf uns, auf deine Gerechtigkeit zu vertrauen und in deinen Armen zu ruhen, im Wissen, dass du zu unseren Gunsten handelst. Genauso wie David im Psalm 35 zu dir rief, bitten wir dich, dich zu erheben und uns zu verteidigen. Mögen jene, die sich gegen uns erheben, erkennen, dass wir deine Kinder sind und dass du für uns kämpfst. Möge die Gerechtigkeit siegen und dein Name in unserem Leben verherrlicht werden. Vater, hilf uns, nicht mit unseren eigenen Händen zu vergelten, sondern alles in deine Hände zu legen, im Vertrauen darauf, dass du das Gerechte tun wirst. Gott, wir wissen, dass deine Gerechtigkeit anders ist als die menschliche. Oft sehen wir das Ergebnis nicht sofort, aber wir vertrauen darauf, dass du im Verborgenen wirkst und den Weg für unseren Sieg bereitest. Lehre uns, geduldig zu warten und dich zu preisen, noch bevor wir die Antwort sehen, im Vertrauen darauf, dass deine Gerechtigkeit kommen wird und wir gerechtfertigt werden. Ich habe eine Situation erlebt, in der ich zu Unrecht beschuldigt wurde, etwas getan zu haben, was ich nicht getan hatte. Ich schwieg und vertraute auf Gott. Nach einiger Zeit kam die Wahrheit ans Licht, und ich wurde vollständig freigesprochen. Die Gerechtigkeit Gottes wirkte, und er stellte mich wieder her. Gott versagt nie, und er bringt immer die Wahrheit ans Licht. Wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens auf Gerechtigkeit wartest, schreibe ich "Warte auf den Herrn" in die Kommentare. Übergib deine Angelegenheit jetzt dem Herrn, indem du im Glauben deine Hände erhebst. Er ist der Gott, der Gerechtigkeit übt und zu deinen Gunsten handelt. Fällt es dir schwer, auf Gottes Gerechtigkeit zu warten? Verzweifle nicht, er ist am Werk. Bleib bei uns im nächsten Kapitel, wo wir darüber sprechen werden, wie man geduldig auf den Herrn wartet und wie er immer diejenigen ehrt, die auf ihn vertrauen. Geh jetzt nicht weg, denn der Sieg ist nahe. Vater, am Ende dieses Gebets wollen wir dich loben und dir danken für all die Kämpfe, die du bereits für uns gewonnen hast. Auch wenn wir dein Handeln manchmal nicht verstehen, wissen wir, dass du die Kontrolle hast. Wir preisen deinen Namen für jeden kommenden Sieg und glauben daran, dass du uns zu einer Zukunft des Friedens und des Segens führst. Mögen wir immer auf deine Macht vertrauen, im Wissen, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Herr, wir wissen, dass das Leben voller Kämpfe ist, aber wir wissen auch, dass deine Gegenwart uns für jeden Kampf stärkt. Danke, dass du uns mit deiner Rüstung umgibst und uns die geistlichen Waffen gibst, die wir zum Sieg brauchen. Mögen wir jeden Tag mit der Gewissheit leben, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind. Möge dein Name in allen Bereichen unseres Lebens verherrlicht werden und möge deine Gerechtigkeit in allem siegen. Vater, wir schließen dieses Gebet mit dankbarem Herzen ab, im Vertrauen darauf, dass du bereits in unseren Kämpfen wirkst. Wir legen alle unsere Sorgen, Ängste und Herausforderungen vor dich, im Glauben, dass du dich um jeden einzelnen von ihnen kümmern wirst. Mögen wir dieses Gebet mit erneuertem Glauben verlassen, bereit, jeder Widrigkeit mit der Gewissheit zu begegnen, dass der Sieg bereits unser ist, im Namen Jesu. Als ich in meinem Leben großen Herausforderungen gegenüberstand, fühlte ich mich allein im Kampf. Doch als ich betete und auf den Herrn vertraute, sah ich, wie Gottes Macht zu meinen Gunsten wirkte.
Er öffnete Türen, von denen ich nicht wusste, dass sie existierten, und schenkte mir den Sieg über meine Feinde. Heute kann ich bezeugen, dass Gott treu ist und uns nie im Stich lässt, selbst in den größten Kämpfen. Wenn du glaubst, dass der Sieg bereits dein ist, schreibe "Ich bin mehr als ein Überwinder in Christus" in die Kommentare. Erhebe jetzt deine Hände und danke Gott für den Sieg, den er bereits für dich bereitet hat. Lasst uns gemeinsam den Namen des Herrn preisen, denn er ist treu und gerecht in all seinen Verheißungen. Hast du schon einmal die Macht Gottes in deinem Leben gespürt? Verpasse nicht, was er noch für dich bereithält. Suche weiterhin jeden Tag die Gegenwart des Herrn und erinnere dich, der Sieg ist sicher für diejenigen, die auf ihn vertrauen. Bleib bis zum Ende dieser Serie, denn Gott hat noch große Dinge, die er deinem Herzen offenbaren möchte. Liebe Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, mit uns im Gebet zu bleiben, während wir den Sieg über die Feinde und geistlichen Herausforderungen suchen. Heute werden wir über die kraftvollsten Psalmen nachdenken, die uns lehren, auf den Herrn zu vertrauen, unseren Verteidiger und Beschützer. Am Ende werden wir gemeinsam das Vaterunser beten und unsere Ängste und Widrigkeiten in Gottes Hände legen. Er ist treu und gerecht und schenkt uns immer den Sieg. Kommt mit offenem Herzen und lasst das Wort Gottes euren Glauben erneuern und Frieden in eure Seele bringen. Wenn du glaubst, schreibe "Ich empfange" in die Kommentare und bleibe bis zum Ende bei uns. Die Bibel sagt im Psalm 18: Ein Psalm Davids, des Knechts des Herrn, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sagte des Tages, da ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst. Es umfingen mich des Todes Bande, und die Bäche des Verderbens erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Geschrei kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und ward bewegt, und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig war. Dampf ging auch von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem Munde, dass es davon blitzte. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Sein Gezelt um ihn her war finster, und schwarze, dicke Wolken, darin er verborgen war. Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen. Der Herr donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen. Er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, fiel Blitz und schreckte sie. Da sah man das Bett der Wasser, und die Grundfesten des Erdbodens wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Odem des Windes deines Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden und von meinen Hassern, sie waren mir zu mächtig. Sie überwältigten mich des Tages meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Und er führte mich aus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen. Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Frommen bist du fromm, und bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, und die hohen Augen erniedrigst du. Denn du erleuchtest meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht.
Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Gott, sein Weg ist vollkommen, die Rede des Herrn ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn oder ein Hort außer unserem Gott? Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und lehrt meinen Arm den Ernenbogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Herablassung macht mich groß. Du machst unter mir Raum zu gehen, dass meine Knöchel nicht wanken. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie vertilge. Ich will sie zerschmettern, sie sollen nicht aufstehen und müssen unter meine Füße fallen. Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit, du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen. Du gibst mir meiner Feinde Rücken, dass ich meine Hasser verstöre. Sie rufen, aber da ist kein Helfer zum Herrn, aber er antwortet ihnen nicht. Ich will sie zermalmen wie Staub vor dem Winde, ich will sie wegschütten wie Kot auf der Gasse. Du hilfst mir aus dem zänkischen Volk und machst mich zum Haupt der Heiden, ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren, die Kinder der Fremde müssen mir schmeicheln. Die Kinder der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Der Herr lebt, und gelobt sei mein Hort, und erhoben werde der Gott meines Heils, der Gott, der mir Rache gibt und zwingt die Völker unter mich, der mich hilft aus von meinen Feinden. Du erhöhst mich aus denen, die sich wider mich setzen, du errettest mich von den Frevlern. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen, der seinem Könige großes Heil beweist und Gnade seinem Gesalbten, David und seinem Samen ewiglich. Die Bibel sagt in Psalm 35: Herr, hadere mit meinen Haderern, streite wider meine Bestreiter. Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Zücke den Spieß und schütze mich gegen meine Verfolger. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Es müssen sich schämen und gehöhnt werden, die nach meiner Seele stehen, es müssen zurückkehren und zu Schanden werden, die mir übel wollen. Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des Herrn stoße sie weg. Ihr Weg müsse finster und schlüpfrig werden, und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt, mich zu verderben, und haben ohne Ursache meiner Seele Gruben zugerichtet. Er müsse unversehens überfallen werden, und sein Netz, das er gestellt hat, müsse ihn fangen, und er müsse darin überfallen werden. Aber meine Seele müsse sich freuen des Herrn und sei fröhlich über seine Hilfe. Alle meine Gebeine müssen sagen, Herr, wer ist deinesgleichen? Der du den Elenden errettest von dem, der ihm zu stark ist, und den Elenden und Armen von seinen Räubern. Es treten frevle Zeugen auf, die zeihen mich, dass ich nicht schuldig bin. Sie tun mir Arges um Gutes, mich in Herzeleid zu bringen. Ich aber, wenn sie krank waren, zog einen Sack an, tat mir Wehe mit Fasten und betete stets von Herzen. Ich hielt mich, als wäre es mein Freund und Bruder, ich ging traurig wie einer, der Leid trägt über seine Mutter. Sie aber freuen sich über meinen Schaden und rotten sich, es rotten sich die Hinkenden wider mich ohne meine Schuld, sie zerreißen und hören nicht auf. Mit denen, die da heucheln und spotten um des Bauches willen, beißen sie ihre Zähne zusammen über mich. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele aus ihrem Getümmel und meine Einsame von den jungen Löwen. Ich will dir danken in der großen Gemeinde, und unter vielem Volk will ich dich rühmen. Lass sich nicht über mich freuen, die mir unbillig Feind sind, noch mit Augen spotten, die mich ohne Ursache hassen. Denn sie trachten Schaden zu tun und suchen falsche Anklagen gegen die Stillen im Lande und sperren ihr Maul weit auf wider mich und sprechen, da, da. Das sehen wir gerne. Herr, du siehst es, schweige nicht, Herr, sei nicht ferne von mir.
Erwecke dich und wache auf zu meinem Recht und zu meiner Sache, mein Gott und Herr. Herr, mein Gott, richte mich nach deiner Gerechtigkeit, dass sie sich über mich nicht freuen. Lass sie nicht sagen in ihrem Herzen, da, da, das wollten wir. Lass sie nicht sagen, wir haben ihn verschlungen. Sie müssen sich schämen und zu Schanden werden alle, die sich meines Übels freuen, sie müssen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich gegen mich rühmen. Rühmen und freuen müssen sich, die mir gönnen, dass ich Recht behalte, und immer sagen, der Herr sei hochgelobt, der seinem Knechte wohl will. Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Die Bibel sagt im Psalm 46: Ein Lied der Kinder Kora, von der Jugend, vorzusingen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben, Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommet her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden, ich will Ehre einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Die Bibel sagt im Psalm 91: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Nun wiederholen Sie mit mir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Andere Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Videos zu verfolgen. Möchten Sie dabei helfen, diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben? Unterstützen Sie uns. Der Link für Spenden befindet sich im ersten fixierten Kommentar. Ihre Großzügigkeit kann viele Leben segnen. Ich empfehle Ihnen auch, das Video anzusehen,
das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.